Gröbste hoffentlich schon überstanden. Ah, guck mal, da ist ja noch was. Ja, ja, rast denn nicht aus, ich brauch das. Wo sind Soldaten? Da vorne sind Soldaten. Zack. Natürlich kriegen wir die Tür bestimmt nicht auf. Nee. Dann von oben. Gendrik. Okay, den hören wir schon mal. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Okay, wir können scheinbar doch nicht von... Okay, hier sind auch keine... Keine Wachen. Finde ich schon mal eine gute Sache. Ja, dann. Edwin, sie ist da drin. Komm, wir schlagen die Tür ein. Sigurd, töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht, wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen wir nicht zu. Oh Mann. Du bist nicht der Aldermann, Edwin. Dreh um und verschwinde, dann werden wir dich verschonen. Heidnische dänische Schlange, stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle. Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Trost? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Oh, shit. Oh. Geht dort herum. Gedrick, was haben sie dir angetan? Was hast du dir da eingebrochen? Ja! Oh Mann. Zack. Au. Wendet mich los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen! Ja, komm. Kann ich dich nicht befreien? Oh, was bist du da? Blut für Axel auf Hot Cheer! Hallo. Richtig, richtig heftig. Die verdammte Dämonenbraut ist entkommen! Allmächtiger, du kämpfst gut. Ich danke dir. Gedrick, das ist Eivor, mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Das war dein Plan? Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Dankt euch später. Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Oxenafort bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Ja, dann. Wie früher, Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Basim sprach?
Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Du sprichst in Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herz brennt im Feuer der Schlacht. Wie in alten Tagen, hä? Huh? Ja, Sigurd. Wie in alten Tagen. Oh, Erinnerst du dich an die Jagd jenseits der Nordwege? Unsere erste Beute war ein stattlicher Zehnender. Wir haben ihn zusammen erlegt. Unsere Pfeile waren wie fliegende Eiszapfen. Wir hatten scharfe Knochen zum Häuten der Bestie. Du zur Rechten, ich zur Linken. Wir sprangen und schlugen zu. Wir landeten auf dem Boden wie ein gefällter Baum. Dann ein blutiger Ringkampf. Das verdammte Biest hat mich gebissen. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche beißen. Doch ich habe seine Kehle durchspießt und der Lebenssaft ergoss sich auf die Erde. Das war sein Ende. Was für Geschichten er erzählt. Es ist nur eine von Tausenden, Basim. Es war der glorreiche Morgen unserer Leben. Du hast mir noch nicht erzählt, wer diese Völke ist. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es tun. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines größeren Plans. Größer als Englerland zu erobern? Welchen Plan bräuchten wir noch? Geduld, Eivor. Geduld. Gut, behalte deine Geheimnisse für dich. Doch wenn dieses Bündnis scheitert, kannst du sie mit ins Grab nehmen. Das Fieber wird schwinden, sobald du die Wahrheit kennst. Versprochen. Ich hasse es. Zeig mir, was vor uns liegt. Oh, guck mal da. Da sind viele Reichtümer. Gefällt mir. Geht nichts. Ah, okay. Zwischensequenz. Scheinbar. Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Oh shit. Diese Untertanen Lady Edwin haben ihren Schwur dem Schier gegenüber gebrochen. Alles Lügen. Schweig still. Sie sind angeklagt und zweifellos schuldig. Unsere oh nein. Ein Rebell richtet sofort die Gefangenen hin. Rettung! Wir können helfen! Alla, du betätigst nicht die Glocke. Das haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen unclever gelöst, aber... Alla. Alla. Mir auf den Sack. Alla. Au. Au. Alla. Alter. So. Na dann komm! Wir müssen Edwins ein für alle Mal beseitigen. Ich lass dich ausbluten. Alles klar. Zack. Ich töte dich! Gerechtigkeit! Na. Okay. Jetzt müssen wir in die Richtung. Was müssen wir denn da tun? Er wird uns den Sieg bringen! Komm raus! Gedrick bat mich, dich zu finden.
Gehen wir. Schnell. Das wär's hier. Oh, hallo. Ah, das ist wieder einer, der sich so schnell bewegt. Gib mir doch auf den Sack, ey. Alles klar. Läuft. Okay, dann. Dich wiederbelebe ich. Okay, ich muss hier gerade ganz, ganz viele Leute wiederbeleben. Oh, das kommt das Spiel drauf klar. Nö. Nieder mit Lady Edmund! Dafür wirst du bezahlen! Ja. Wo auch immer der jetzt herkommt. Lebe ich jetzt wieder und zack. Jetzt wollen wir noch mit in die Richtung. Das kriegen wir doch jetzt hin, oder? Eskortiere die Tarne in Sicherheit. Das sieht doch jetzt erstmal ganz gut aus dann. Dort können wir uns in Ruhe unterhalten. Wir haben jahrelang an der Seite des verschlagenen Aldermanns gekämpft. Nun will uns seine Witwe an den Kragen. Na, die ist ein bisschen irre. Die ist ein bisschen sehr irre. Okay, sind wir immer noch in Sicherheit? Aha, okay. Stand nur 2 Meter weiter weg. Seid gesegnet. Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gedrick noch? Er ist in Buckingham und wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite. Auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus West Sex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gedrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst deine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser mysteriösen Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke, die Verrückte? Wenn du meine Hilfe willst, Bruder, dann erkläre dich. Was macht diese Verrückte so wichtig für deine Pläne? Wenn wir sie finden, antworte ich auf alle deine Fragen. Bis dahin schweige ich. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gedrick nicht berichten, was hier vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use.
Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürth aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Kedrick davon. Und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Läuft. Alles klar. Ich habe da irgendwie so ein ganz, ganz, ganz fieses Gefühl. Ganz, ganz fieses Gefühl. Für mich hört sich das so an, als ob die Leute von Ubisoft wieder ganz, ganz alte Scheiße aufwärmen. Ich kann mich irren und ich hoffe, ich irre mich. Aber wenn es so sein sollte, ist das echt kacke. Weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass Sigurd und Haytham zu den Templern übergelaufen sind. Das ist das, was ich momentan vermute. Oder das überlaufen wollen. Wie gesagt, ich bin da mal sehr gespannt, was da die Wahrheit ist tatsächlich. Und wie gesagt, ich hoffe, ich irre mich. Weil alles andere wäre nicht gut. Keine Soldaten weiter bald. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Ach, Gott sei Dank, wir können uns hier wieder normal bewegen. Zum Glück. Ja, und da hinten sind wir dann auch schon beim Ziel. Gott sei Dank. Ah, da hinten ist er. So, zack. Hallo? Ölkrüge, roten Pfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Jawohl. Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Alles klar. Wir hatten ein ganzes Pferd an einen Baum gehängt. Das reizte nice. Blutbad. Und ganz frisch war es auch nicht mehr. Widerlich. Mehrere Quests angenommen. Wir kriegen wieder 2 Punkte. Jetzt haben wir, glaube ich, schon insgesamt 4. Glaube ich, hoffe ich. Ah, ja, genau. Insgesamt 4. Und einen Silberring bekommen. Nice. So, Fertigkeiten. Was können wir denn da jetzt tun? Ha. Handwechsel. Das interessiert mich so gar nicht, ne? Weg des Bären. Zack. Feueraktivität. Ja. Ja, das passt jetzt momentan zu unserer Axt. Was haben wir denn da? Schlachtfeldbeinäscherung. Alter. Okay, das ist heftig. Ja, den Schaden. Ja, das ist aber so. Ich habe noch 2 Punkte. Hammer.
Ich kriege hier noch ein bisschen mehr Gesundheit rein, also mache ich das. Obwohl ich nicht mit Tama kämpfe. Aber dann ist das so. Wenn ich irgendwann mal Mjolnir habe,